Was soll es denn geben? Hoch oder runter? Das ist die Frage natürlich nicht nur für heute, sondern generell gesprochen. Aber heute ganz interessant, natürlich zu gucken zum Wochenauftakt. Wie sieht die Situation dann aus? Womit müssen wir denn die nächsten Stunden oder vielleicht Tage auch rechnen? Dazu wollen wir uns mal ein paar wichtige Indizes angucken. Sprich, DAX und Dow ist da eigentlich die perfekte Wahl. Und mal gucken, wie es da aussieht. Ganz schnell mal drüber geguckt, dann sehen wir, dass der Index ja immer noch da so halbwegs in der Widerstandszone drinsteckt. Und dementsprechend beste Chancen eigentlich hätte mal runterzukommen, auch vom Momentum her, ja, müsste er eigentlich mal ein bisschen verschnaufen, das täte ihm gut und ein bisschen Platz hätten wir ja auch noch, das können wir hier im Stundenchart beispielsweise sehen, dass der Index ja durchaus noch Platz hätte bis unter die 12.000er Marke oder mindestens mal dran zu fallen und es wäre immer noch in der korrektiven Abwärtsbewegung. Und das ist das Spannende an der ganzen Geschichte. Die Aufwärtsbewegung, die sieht so schön dynamisch, so stark, so powerful aus, hervorragend. Und die Abwärtsbewegung sieht so dezent, so korrektiv, so wackelig im Trendkanal aus, dass es wirklich eigentlich ein bullisches Bild darstellt, auch wenn der Markt jetzt nach unten geht und eigentlich noch ein bisschen tiefer gehen sollte. Also kommen die 100 Punkte, die holen wir uns noch, vielleicht sogar noch 150 hier irgendwie so ein bisschen tiefer. Wir wissen, die 50% Retracement-Marke, die mag der Markt ebenfalls gerne. Vielleicht zieht sich das noch bis morgen. Dann hätten wir sogar noch 11.900 irgendwie so auf der Wunschliste. Wie gesagt, alles jetzt auf die Kasse berechnet. Das wären sicherlich schöne Zielmarken. Dann allerdings kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Markt diese Wackelei dann wirklich irgendwann wieder abschließt. Und wir wissen, dass ja Zwischenhochs triggert, um dann wieder auf die Long-Seite dann zu wechseln. Wäre durchaus eine sinnvolle Vorgehensweise. Wenn wir ganz kurzfristig mal gucken, für alle Liebhaber des kurzen Geschäfts hier am Nachmittag jetzt hier gemessen am Future, das ist natürlich beim CFD ganz genauso, dann sehen wir, dass hier jüngst, also heute Nachmittag seit amerikanischer Eröffnung, der Markt sehr zügig nach oben geht. Das heißt, innerhalb dieser wackeligen Abwärtsbewegung haben wir vielleicht erst noch mal ein bisschen Platz, wieder an die Oberkante ranzulaufen. Also wenn wir das hier jetzt mal gucken, terminmarktmäßig auf den Juni-Kontrakt, dann geht das hier in etwa noch 12.170. Wer es mit CFDs macht, Hausaufgabe, selber mal Linien anzeichnen. Sieht vom Prinzip natürlich genauso aus und diese Chancen hätten wir auf jeden Fall. Ob es bis dahin noch kommt, das werden wir sehen, aber zumindest jetzt im kurzfristigen Chart mal verfolgen, ob wir sowas bekommen, um dann nochmal die Fortsetzung nach oben zu machen, ob das von hier schon stattfindet oder ob er noch ein bisschen weiter steigt und dann erst, das Prinzip bleibt gleich, einfach mal, wenn sowas hier auffällt, na, ich kriege es gar nicht gezeichnet, hier irgendwie so ein Trendkanal mäßig, wo auch immer das dann stattfindet, kann man sowas wie das letzte Zwischenhoch als einen Einstiegstrigger verwenden. Das Ganze geht natürlich nicht nur beim DAX und wir wollen ja nicht einseitig sein, deshalb gucken wir mal, wie es beim Dow Jones aussieht. Natürlich grundsätzlich genauso, auch hier haben wir den Widerstand. Auch hier haben wir im Moment ein bisschen was wie eine Bullenflagge, was hier so zwar schon abwärts gerichtet aussieht, also wir können ganz schlecht argumentieren, dass das ein Aufwärtsmarkt hier ist, aber im Moment ist es eben nach unten keine Stärke. Nach oben auch noch nicht so richtig, wenn man mal kurzfristig guckt, aber dementsprechend noch in dieser Warteposition. Vielleicht haben wir auch da die Chance, dass der Markt noch ein bisschen weiter runterkommt, sich ein bisschen entspannt. Generell gesprochen allerdings, nach diesem Rücksetzer, vielleicht für heute, möglicherweise morgen auch noch so ein bisschen, wir werden es sehen, vielleicht auch bis Mittwoch, am Freitag ist Verfallstag, das dürfen wir nicht vergessen. Bis dahin gibt es den einen oder anderen Terminhändler, gerade natürlich auch die großen Player im Markt, die dann gegebenenfalls bis dahin den Markt nochmal nicht unbedingt abstürzen lassen wollen. Wir werden das sehen. Trotz alledem, viele Einflussfaktoren, die da im Moment einwirken. Im Moment so ein bisschen auf der Warteschleife, generell gesprochen, aber durchaus positiv. Also wir können damit rechnen, wenn diese Korrektur zu Ende ist, wo auch immer die dann exakt landet, dass dann der Markt nach oben geht. In diesem Sinne wünsche ich für heute und für den Wochenanfang erstmal alles Gute. Toi, toi, toi. Wir werden uns natürlich morgen wieder hören. Bis dahin meine besten Wünsche.